Heute zeige ich dir drei Möglichkeiten, wie du analogen Sound in Logic erzeugen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Was meint eigentlich jemand, der über analogen Sound spricht oder diese analoge Wärme spricht? Meistens bezieht er sich darauf auf die Verzerrung oder Sättigung. Und was ist das jetzt genau und was passiert genau bei einer leichten Verzerrung oder Sättigung? Wenn du dein Signal, nehmen wir mal an deinen Bass, wenn du deine Bassspur etwas verzerrst, werden deiner Spur Obertöne hinzugefügt. Das passiert bei einer Verzerrung, bei einer Anzerrung. Es werden Obertöne hinzugefügt und somit wird das Signal eingefärbt und dadurch wird der Sound meistens glanzvoller und präsenter. So wird es von vielen beschrieben. Und viele Ohren oder viele Hörer empfinden diese Sättigung als sehr, sehr angenehm. Jetzt kannst du natürlich die berechtigte Frage stellen, okay, er wird im Präsenzbereich durch das Anzerren lauter und glanzvoller. Kann ich dann nicht einfach auch mit einem Equalizer jetzt zum Beispiel meinen Bass bei 6.000, 7.000 Hertz oder 5.000 Hertz anheben? Ist das nicht das gleiche Ergebnis? Nein, das ist nicht das gleiche Ergebnis, weil mit einem Equalizer würdest du ja nur Frequenzen anheben, die bei so einem Bass jetzt in diesem Fall gar nicht oder nur sehr, sehr wenig vorhanden sind. Und das ergibt nicht viel Sinn. Wenn du ihn aber anzerrst, dann fügst du diesem Signal Obertöne hinzu. Du gibst also etwas hinzu und dadurch kannst du deinen Bass sehr viel durchsetzungsfähiger und knackiger machen. Das zeige ich dir gleich am Beispiel. Anfangen tun wir jetzt aber mit den Drums. Wir hören erst mal rein und dann zeige ich dir drei Möglichkeiten, wie du diese Sättigung oder diesen Sättigungseffekt in Logic erzeugen kannst. Also jetzt erstmal die Originalspur. Das hier sind die originalen Drums. Nicht angezerrt, ganz normal, ohne Effekte, nur ein bisschen lauter gemacht. Okay, was ich jetzt gemacht habe, ist hier genau die gleiche Spur hier drunter nochmal angelegt. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe auf alle Kanäle, also auf alle Einzelspuren dieses Drumsets, habe ich den Overdrive-Effekt gelegt. Dieses Plugin Overdrive emuliert die von einem Feldeffekt-Transistor erzeugten Verzerrungen und du kannst dadurch einen sehr schönen warmen Sättigungs- oder Verzerreffekt erzeugen. Ich habe ihn also, wie gesagt, auf jede einzelne Spur hier gelegt und über den Drive hier bestimme ich die Intensität der Sättigung. Und der Tone bestimmt hier die Güte des oder die Frequenz des High-Cut-Filters. Wir hören jetzt den direkten Vergleich, das Drumset hier ganz normal aufgenommen. Und dann machen wir das Drumset hier, das habe ich in der Lautstärke angepasst, mit dem Overdrive-Effekt hier, mit der leichten Verzerrung oder Sättigung. Also wenn du eine gute, sehr gute Kopfhörer hast oder eine gute Abhörer hast, dann hörst du sehr deutlich diese Obertöne. Es klingt, das Drumset hier mit der leichten Sättigung klingt wärmer, es klingt satter, voller, glanzvoller. Also was ich hier mache, ist im Prinzip, ich mache ein analoges Mischpult nach, indem ich hier auf jeden einzelnen Kanal diesen Overdrive-Effekt lege und so eine leichte Sättigung für alle einzelnen Kanäle fahren kann, so wie ich bei einem echten analogen Mischpult auch machen kann. Damit kommen wir jetzt zu Möglichkeit Nummer 2. Und das ist die Clip Distortion. Der Effekt Clip Distortion in Logic emuliert warme, übersteuerte Röhrensounds, Röhrenamps, kann aber auch starke Verzerrungseffekte hervorrufen. Ich habe es jetzt hier nicht ganz so krass gemacht, auch nur um eine leichte Bandsättigung zu bekommen. Du wirst gleich den Unterschied hören zum Overdrive, wenn ich jetzt hier zuschalte. Ich mache auch nochmal aus Clip Distortion und dann an auf allen Kanälen. Du hörst also, die Verzerrung hier ist jetzt schon wesentlich deutlich hörbarer als bei diesem Overdrive und es kommt wesentlich crisper, knackiger, aggressiver. Die Bassdrum verschwindet auch so ein bisschen, weil er schon hier ziemlich extrem eingreift und ich würde das jetzt bei so einem Akustik-Drumset vielleicht nicht machen mit der Clip-Distortion. Ich weiß aber, dass es viele Hip-Hopper und für Breakbeats zum Beispiel gern verwenden oder für ihre Beats. Da kommt das sehr gut, diese Clip-Distortion-Effekt, weil er einfach
bisschen aggressiver ist und deine Beats so mit dem gewissen Schmutz und der gewissen Aggression überziehen kann, die du noch brauchst, gerade für so Hip-Hop- oder Breakbeat-Optionen. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 3, wie du Sättigung erreichen kannst, und das ist das Tape-Delay. Ja, und was ich hier mache, ist, ich benutze gar nicht das Delay, das habe ich hier alles auf Null geschalten. Ich habe hier einen Low- und einen High-Cut gemacht, auch um das Signal von vornherein so ein bisschen dumpfer zu machen. Habe das komplett auf 100% hochgedreht. Du kannst hier doch ein bisschen durchdrehen mit den LFO-Filtern. Das ist hier die Emulation von einer Bandmaschine eben auch. Flutter Rate, Flutter Intensity. Hier kannst du den Tonkopf hin und her stellen. Jetzt hören wir uns mal an, was dieses Tape-Delay macht oder wie wir diese Bandsättigung hier, diese emulierte Bandsättigung, wie sich die auf unser Drumkit auswirkt. Das ist mir persönlich, wie schon gesagt, das Liebste. Es ist sehr unauffällig, aber die Drums klingen, wenn du hier auf jeden einzelnen Kanal diese Bandsättigung einsetzt, diese simulierte Bandsättigung, dann bekommst du das, was würde ich jetzt als analoge Wärme bezeichnen. Es wird ein bisschen dumpfer, ja, und es wird einfach wärmer und satter einfach. Und das finde ich richtig cool. Das funktioniert hier für mich am besten, dass die Bandsättigung von dem Tape-Delay hier einfach, also ohne das Delay, wie gesagt, einzuschalten, wird so ein Drum-Sound, gerade so ein Akustik-Drum-Sound, wesentlich ehrlicher und wesentlich fetter. Aber du kannst diese Sättigung jetzt natürlich nicht nur auf Drums anwenden. Wir können es auch zum Beispiel, wie eingangs hier erwähnt, mal einfach auf dem Bass probieren. Ich nehme hier ich probiere es mal hier mit der Clip-Distortion und werde jetzt versuchen, den Bass hier ein bisschen crisper zu bekommen. Wir hören erstmal so rein, wie der so klingt. Das ist schon okay so, aber es fehlt in den Höhen, fehlt noch so ein bisschen aggressive crispe Komponente irgendwie. Und das versuche ich jetzt über die Clip-Distortion hier mal zu machen. Und hier hörst du, was ich eingangs erwähnt habe. Du hörst deutlich, und das kriegst du mit einem Equalizer so einfach nicht hin, wie ich die Obertöne hier dazufahren kann über den Drive oder den Verzerrungsgrad, so dass er hier in den Höhen präsenter wird und aggressiver wird. Und damit kommt er auch viel, viel besser gegen Drums und Gitarren zum Beispiel durch. Ich schalte das erstmal aus und dann schalten wir es zu. Viel. Also du hörst, du kannst auch mit einem Bass oder gerade bei einem Bass hier über Verzerreffekte, über leichte Sättigung, über leichtes Anzerren, kannst du deinen Bass wesentlich weiter nach vorne holen und aggressiver machen. Hast du diese Tipps alle schon gekannt? Hast du damit in Logic gearbeitet? Oder wie erzeugst du analogen Sound in Logic? Es gibt ja noch auch ein paar andere. Es gibt noch Distortion 2 und noch andere Verzerreffekte. Verwendest du die? Und wenn ja, welche? Schreib mir es mal unten in die Kommentare. Vielleicht hast du auch noch einen heißen Tipp für mich. Wenn du heiße Tipps brauchst, wie du in Logic schneller und effizienter arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir 10 weitere Tipps, die deinen Workflow massiv verschnellern in Logic. Die kannst du dir runterladen, habe ich im ersten Kommentar unten angepinnt. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten, und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!